Hier wird Craft Beer hergestellt. Auch so ein Trend, mit dem sich auch Brauereien in Kärnten auseinandersetzen. Und der Mann am Fass und Zapfhahn ist Klaus Pink. So, jetzt wollen wir eine 3-Liter Flasche füllen. Eben, die 3-Liter Flasche ist super für Partys. Und wenn 3 Liter zu wenig sind, kauft man eine zweite, sind 6 Liter. Weil durch die Fässer 10 oder 12, 20 Liter haben, das ist zu viel. Schleppe steht für Tradition. Wir haben extra die Bügelverschlussflaschen genommen, weil das bei den Leuten sehr gut ankommt und die Flasche wieder zu verwenden ist. Es ist eine Einsatzflasche, die bringen die Leute zurück und dann wird sie wieder befüllt. Wichtig ist, dass es überschäumt, damit der Sauerstoff herauskommt. Weil Sauerstoff ist schlecht fürs Bier. Verschließen und fertig. Im Gegensatz zu industriell hergestelltem Bier steht bei Craft Beer das Handwerk im Vordergrund. Wo sonst Computerprogramme den Brauvorgang vorgeben, hat Klaus Pink die Möglichkeit, mit seinem Gespür, seiner Erfahrung und seinen Händen das gewünschte Ergebnis zu steuern. Noch füllen Craft-Biere kleine Nischen, aber erfreuen sich durch die breite Vielfalt an Geschmäckern immer größerer Beliebtheit. Die Biere haben einfach mehr Seele und Charakter. Also da fehlen nur 5 Hektoliter, dann bin ich mit der Pfanne voll und dann kann ich kochen beginnen. Wir verwenden für die Craft-Biere Spezialhopfen. Das ist ein amerikanischer Cascade, dann amerikanischer Citra. Dann australischen Hopfen, das ist der Topaz. Und für die bittere verwenden wir auch deutschen Hopfen, das ist die Hallertauer Perle. Oder österreichischen, das ist der Magnum. Der gesamte Brauvorgang ist im Vergleich zum konventionellen Bier wesentlich höher. Zudem nimmt man sich mehr Zeit für die einzelnen Prozesse, wie zum Beispiel auch bei der Lagerung. Das Ergebnis zeigt sich dann im Geschmack und der wird von Klaus Pink mit Herzenslust regelmäßig überprüft. So, jetzt werden wir mal kosten, schauen, was unserem Paradiesbier geworden ist. Alles wird von ihm kritisch unter die Lupe genommen. Auch die Farbe und Konsistenz. Ein bisschen trüb. Das heißt, dass da noch viel Hefe in Schwebe ist. Aber durch die Abkühlung, die geht auf 0 Grad runter, geht die Hefe zu Boden und das Bier wird dann weniger trüb, viel klarer, Schaum passt. Wollen wir mal kosten. Ist schon perfekt, ziemlich. Also Rezenz, das merkt man auf der Zunge, prickelt leicht, wird ein perfektes Bier werden. Um spezielle Geschmacksnoten im Bier zu entwickeln, bedient sich Klaus Pink auch mal in einem Lager für Whiskyfässer. Wie ein Parfümeur jongliert er mit den unterschiedlichsten Aromen und wird dabei immer wieder fündig. So, jetzt befinden wir uns im Schnapskeller von der Brennerei Pfau, mit der wir zusammenarbeiten. Da ich ja ein Holzfass gelagertes Bier mache, Whisky und Schwätschgen, ein sogenanntes Oak Age. Und da nehme ich die Fässer her und fülle hier Bier hinein. Es ist nicht so wie bei anderen Brauereien, wo die Fässer aus der USA kommen, die trocken sind und erst aufbereitet werden müssen. Also ich habe noch die nassen, frischen Fässer und fülle gleich das Bier hinein, ein sogenanntes Doppelbock. Und es ist von Aroma her viel besser und viel, die Farbe viel intensiver als wie bei trockenen Fässern. Und so spürt man bei einigen Sorten auch mal den Hauch von Whisky am Gaumen. Klaus ist zufrieden mit seinem Sud. Herrliche Farbe, recht bernsteinförmig, farbig. Der Geruch nach Maracuja, Rhabarbera, kosten wir mal. Schmeckt den Edelhopfen heraus, den Citra-Hopfen. Besser kann es nicht sein. Und so soll es auch sein. Dank seiner Ideen und seiner Passion für ein Naturprodukt zischt man in Klagenfurt immer öfter ein frisches und kühles Craft-Bier.